Es ist mal wieder soweit. Lars und ich fahren den Zaun um. Alter, was war das denn? Hallo gerade? Leute, ich bin auch dabei. Guten Tag, mein Name ist Roman. Guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Lars. Das hier ist eine besondere Folge. Denn Lars und Roman haben heute etwas Besonderes vor. Es gibt nämlich einige Secrets, die wir bisher noch nicht gemacht haben hier in Wobblies Live. Und ich habe viel Ach Lars so, davon nee, dann erzählt. Bin ich hier falsch. Nee, wir sind hier einfach falsch. Es gibt hier irgendwo in der Anfängerstadt, Lars, ein Secret, was wir wirklich noch gar nicht gemacht haben. Und das ist total easy eigentlich. Und dementsprechend suche einfach ich... Einfach hier in der Anfängerstadt. Ja, Mann, hier in der Anfängerstadt gibt es eins. Und zwar gibt es irgendwo eine Art, naja, wie soll ich sagen, eine Art Garage, die man abchecken kann. Und einfach mal den Kindergarten umgenietet. Ja, aus Versehen gerade. Es gibt nämlich irgendwo eine Garage, da soll anscheinend irgendwas drin liegen. Und Mist. Nee, das ist falsch. Willst du trainieren mit mir heute? Nee, diese Message wollte ich eigentlich. Hier, du kannst mit Dr. Auge trainieren. Dr. Auge! nee, das hatte ich eigentlich nicht vor. Das ist falsch. Das ist die falsche Garage. Lass mal kurz eine andere Garage noch mal kurz aufsuchen. Es gibt irgendwo, so wie ich das mitbekommen habe, gibt es eine Rüstung, die man bekommen kann innerhalb einer Garage. Und dementsprechend gucken wir mal noch mal hier rein. Es gibt nämlich mehrere Garagen in diesem Anfangsgebiet sozusagen. Eine Rüstung? Oder ja, was es gibt eine Rüstung anscheinend. Aber Mist, hier ist sie auch nicht drin. Das ist irgendeine Garage, Mann. Ich kann dir gerade wirklich nicht sagen, welche, weil es gibt nämlich so viele in Wobblies Life. Oh Gott, oh Gott. Und schon wieder der arme Kindergarten. Ja, okay. Wir fahren mal hier hin so. Und dann gucken wir mal dahin. So. Ah ja, guck mal, da ist die Oma vom letzten Mal. Ja, da ist es, Mann. Hier ist es, hier ist es. Los, schnell, 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 schnell. Guck dir das an. Nice, oder? Das, meine werten Damen und Herren, ist eine legendäre Rüstung. Schon wieder Pappe? Ja, schon wieder. Heute ist wirklich das Pappe-Weekend, Leute. Wir haben Guck mal, ich krieg dieses Schwert nicht raus. Guck mal. Weißt du? Stimmt. Einfach so ein Pappschwert. Los, zieh's raus. Wir haben einfach Pappehäuser gebaut. Wir haben in GTA Pappe-Autos gefahren. Und in Wobblies Live finden wir einfach jetzt eine Pappe-Rüstung. Was ist das für ein pappiges Wochenende? Oh mein Gott, Leute. So, wenn man da F drauf drückt, was können wir hier machen? Steht da drauf, meine hausgemachte Rüstung ist fast fertig. Ich muss sie nur noch in den Dschungel nehmen, um sie dort dann anzuziehen, währenddessen ich auf Abenteuer gehe. So, das heißt also, wir haben also eine Papperüstung als neues Feature, was wir jetzt anziehen können. Hast du Bock auf ein bisschen... Ach lol, das ist schon... Ja, das war's schon. Du kriegst einfach dieses Ding geschenkt. Wollen wir es gleich anziehen einfach? Hä, wie cool, wenn man das einfach so geschenkt bekommt. Ja, gell? Einfach mal, das Spiel gibt einem mal was. Oh, warte mal, jetzt sind wir falsch eingestiegen. Fahr mal zur Mutter, nach links. Ja, yeah, ja, yeah, warte mal, wo ist denn die Mutter nochmal? Mama, wir kommen! Mama, ich möchte mich zu Hause umziehen. Lars hat wieder Kacki in seine Hosen gemacht. Geradeaus. Ja. Ey, du fährst wie Betrunkener! Hey, Mutter! Ich bin wieder da, Mama! Mutti, ich bin wieder da! So. Ey, da gibt's sogar einen Hintereingang, cool. Ja, man kann bei der Mutti hinten dementsprechend durch den Hintereingang auch mit reinkommen. So! Guck dir das mal an. Wo ist denn die Oma, Mama? Weiß ich nicht. Oh, ich habe die Papperüstung schon an. Oh, ich bin so pappig. Die steht einfach nur so halb in der Tür. Ich weiß nicht, die hat gedacht, wir sind Einbrecher. Die sieht echt so aus, als ob die denkt, dass wir Einbrecher sind. Lol. Was macht ihr hier? Ich werde euch umbringen, wenn ihr nicht sofort arbeiten geht. Arbeitet. Hey, weißt du, das passt eigentlich, dass die jetzt gerade eben in der Story von dem Pappkarton-Ding gesagt haben, dass man mit dieser Pappkarton-Rüstung in den Dschungel gehen muss, um damit zu adventuren. Denn dort ist nämlich auch gleich das nächste Secret, das wollte ich eigentlich mit dir machen, Lars. Das würde dich, glaube ich, auch richtig interessieren. Hast du dich schon umgezogen? Ja, klar bin ich umgezogen. Ich bin schon Pappeheld Number One. Ui, was ein hübscher Junge. Du hast dein Kostüm richtig gut kombiniert, Mann. Guck mal in dieselbe Richtung wie ich. Lass mal ein Foto zusammen machen, Mann. Wir sehen richtig gut aus, so, weißt du? So? Nein, stell dich neben mich so seitlich. Ja. Guck, klick, klick. Klick, klick. Ja, so sehen wir hübsch aus. Mann, wir sind einfach zwei hübsche Kerle. So, dann lass uns mal das nächste Secret annehmen, denn mit unserem Pappekartonrüstung können wir jetzt was Besonderes machen. Und zwar müssen wir uns nämlich auf den Weg zu einer Quest machen, Lars, die dir ganz besonders gefallen wird. Weißt du circa, um was es geht? Nein. Okay, lass es mir dir erklären.
Und zwar, es geht um Affen und Bananen. Und wow. Wenn ich jemanden kenne, der Affen und Bananen mag, dann bist es schon du. Deswegen wollte ich dir einfach nur mitteilen. Hör auf damit. Das soll, ich will diesen Ruf loswerden. Hör auf damit. Was? Du magst keine Bananen? Doch. Oder magst du etwa Jetskis? Jetski fahren. Ich liebe eigentlich Jetski fahren. So. Weißt du was? Mir sind die Affen sowas von egal. Oh, warte mal. Wir können. Wir sind die Affen. Lass mal lieber das Flugzeug hier nehmen, Mann. Jetzt flieg mal hoch. Und jetzt müssen wir was Besonderes suchen. Es gibt nämlich irgendwo in diesem Dschungel gibt es einen riesigen Affen. Ich habe immer so Angst zu fliegen. Du schaffst es, Lars. Du musst einfach nur konzentriert bleiben. So, flieg mal so eine Runde über die Insel und ich gucke mal so ein bisschen, wo dieser Eingang ist. Weil irgendwo hier auf der Insel wohnt jetzt irgendwo so ein Affe. Da ist es, links. Links. Flieg links. Hoch. Hoch links, genau. Du musst auf diesen Berg, der direkt neben uns ist. Wir steigen gleich aus. Wie soll ich denn langsam da hochkommen? Langsamer fliegen. Flieg ganz langsam. So. Und jetzt steig aus. Okay. Steig aus. Genau. Okay. Nice. Stehst du neben mir? Oh nein. Nee, Mann. Alter, wo bist du denn? Oh mein Gott, wie... Oha, was? Steig mal ins Auto ein und komm mal wieder auf diesen Berg. Ich check das mal hier kurz aus, ob das hier auf jeden Fall der richtige Platz ist. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal mit der Kartonrüstung sehr richtig ausgerüstet. Lars, du bist richtig erstaunt. Boah, war das weit. Du bist wirklich richtig weit geflogen. Aber ich glaube, ich sehe dich sogar. Ich glaube, ja, ich sehe dich. Das ist es. Lars, das ist es. Warte auf mich. Schnell, beeil dich. Komm. Du lahme Schnecke, los, ich bin auf dem Weg, Oh mein Gott, was? Nein, ich bin auf einer Bananenschale ausgerutscht. Oh Mann. Das hier ist es. Sehe. Das ist auch ein neues Secret, Mann. Und das soll eins der besten sogar sein. Deswegen lass uns da mal hingehen. Yo, ich rutsche einfach doppelt aus. Okay, guck mal, wir tarnen uns richtig mit diesem Dreck hier, gell? Wenn man sich so hinlegt, sieht das so aus, als ob wir der Dreck sind. Lass mal das hier gucken. Es ist irgendwie so, Das ist ein Buch. Expeditionsnotizen Tag 45. Ich habe inzwischen das Gefühl, dass diese Tür sich nur für Gorillas öffnet. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber möglicherweise könnte ein Gorilla-Kostüm die Tür möglicherweise veräppeln. Ernsthaft? Es sieht so aus, als ob das TV-Studio in der Stadt möglicherweise eines hat. Ich werde zurückkommen zu dieser Tür, wenn ich es später habe. Ich werde mich an der mysteriösen Tür am Osten des Dorfes orientieren. Gezeichnet Steve. Okay. Das bedeutet, Lars, wir brauchen also ein Kostüm, um auszusehen wie ein Monkey. Monkey-Affe. Das ist so unbequem hier drauf. Ja, pass auf, dass du nicht runterfällst, mein kleiner Kartonkumpel. Wir müssen jetzt nur dieses Studio finden, dieses Wobbly Live Studio. Das dürfte irgendwo hier zentral in der Innenstadt sein. Am besten irgendwo, wo wir dieses Ding wieder mit... obwohl, wir können gleich mit dem Heli-Schrotter zurück. Ja, entweder mit dem Heli-Schrotter oder ich werde das jetzt gleich professionell landen, ne? Weil ich nämlich weiß circa, wo das Studio ist. Das heißt also, wir können hier... ganz gemütlich. Ich steig schon mal aus. Nee, ich kann nicht aussteigen. Ich häng fest. So. Einfach gelandet. Oh mein Gott. Was? Das ist knapp. Wie Alter, ein ich steck fest. Oh Mann. Da ist er. Lass, da hallo, ist er. Hallo, ich häng fest. Wie? Warte mal. Du hängst da komplett fest? Ja. Der Typ hat dich ab. Warte, ich kann mal diesen hier machen. Ja, so. Steig doch rein. Jetzt klappt's. Lol. Du bist echt einfach hängen geblieben. Okay. So. Da ist jetzt ein Affe. Und mit diesem Affen können wir anscheinend... Den habe ich das letzte Mal schon gesehen. Ja, gell, wir haben den schon mal gesehen. Hallo Affe, wie geht's dir? Oh Mann, ich wollte schon immer in die Show kommen. Aber niemand wollte mich als Akteur oder als Schauspieler einstellen. Und ich bin der Einzige, der weiß, wie man richtig einen Gorilla spielt. Ich denke, ich werde meinen alten Job als Eiscreme-Verkäufer wieder annehmen. Möchtest du zufälligerweise mein Gorilla-Outfit? Ja, klar, warum nicht? Oh, wow. Wahnsinn. Okay, ich glaube, ich brauche es jetzt nicht mehr. Was? Okay. Hatte der zufällig zwei Stück davon an? Ich glaube, er hatte zwei übereinander, ja. Okay, nice. Der Typ hat jetzt auch einfach nur noch nichts mehr Unterhosen an. Hat mich gefreut, Herr Gorilla-Mensch. Schön, danke, sehr geehrter Herr Gorilla. So, und damit könnten wir eigentlich... Oh, warte! Eine Sache gibt's noch. Wir müssen noch mal kurz reingehen. Es gibt hier drinnen noch mal ein Secret. Das ist zwar jetzt noch mal ein Secret in einem Secret gerade. Warte, ich komme. Komm mit. Wir müssen nämlich hier auf Toilette gehen. Hä? No joke.
Wir müssen hier kurz auf Toilette gehen. Ich weiß nur nicht, wo wir genau auf Toilette gehen müssen. Ich glaube vielleicht sogar hier irgendwo auf dem Stockwerk. Ich glaube, das war hier. Oder ist es das? Das ist jetzt hier Wonderful Quiz. Oder warte mal. Ist das richtige Wobblies Live Studio, Mann? Ja, das ist hier, glaube ich. Guck. Wo ist denn das, wo die so ihr... warte mal, das ist Wobblies Live TV, oder? Was meinst du denn? Meinst du dieses Greenscreen-Studio? Nee, nicht das Greenscreen-Studio, sondern dort, wo diese Entwickler arbeiten. Weißt du, ich meine? Oh. Ja. Ey, lass mal zu... Oh. Ich glaube, das war Rubberband Games, Mann. Wir müssen auf jeden Fall jetzt zu Rubberband Games und dort die Toilette aufsuchen, Mann. So funktioniert das. Oh mein Gott. Oh, bitte explodieren. Da ist Rubberband Games. So. Lass hier, bei diesem Rubberband Games hier um die Ecke, da müssen wir rein, Mann. Direkt dort, wo dieser Hotdog-Verkäufer hier ist. Und dann kann man da irgendwo die Toilette aufsuchen. Aber welche Toilette es genau ist, bin ich... Oh, warte, das ist der Hintereingang. Ich glaube, wir müssen hochfahren und dann dort irgendwo die Toilette nehmen. Weißt du noch, als wir hier eingestellt waren und wir noch diese Anzüge getragen haben? Ja. Richtig gut, ey. So, wo war hier nochmal eine Toilette, Mann? Hatten die hier nicht irgendwo eine? Toilette? Hä? Oder war das weiter unten? Mann. Die haben hier keine, oder? Nee, Mann. Die haben einfach in diesem Büro keine Toilette. Warte mal, lass mal nochmal runterfahren. Ja, so. Das ist der Hinterausgang. Das ist hier dieses Living Room Ding mit Fernseher. Da! Vielleicht hier hinter dem da. Hinter diesem Verkäufer. Ja, Mann! Das ist es! Das ist es, Lars! Guck! Was? Das ist dieser Typ da. Lass mit dem reden kurz. Das ist auch ein Secret. Lol. Und es gibt nichts, was ich nicht sauber bekommen kann. Ja. Was? Das war's schon? Was? Man bekommt es einfach so geschenkt, Mann. Oh, wow. Geh von der Toilette runter. Komm mal richtig nice. Erstmal ein Furzen. Halt dich fest. Es sind zwei Affen. Los geht's. Zwei Affen in der Nacht. So. Okay. Eigentlich sind wir Gorillas. Stimmt, wir sind zwei Gorillas in der Nacht. Okay. So, wir fahren jetzt weiter, beziehungsweise wir fliegen. Und eigentlich müsste jetzt laut der Statistik müsste eigentlich die Tür aufgehen, Mann. Und da drinne sollte eigentlich the Gorilla-Kostüm sein. Wir haben jetzt das Toilettenkostüm bekommen, das Pappe-Kostüm bekommen, das Gorilla-Kostüm bekommen. Und jetzt gibt es tatsächlich sogar noch ein Secret. Was ist das für eine nice Folge, Leute? Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf dieses Video. Also ich hätte auf jeden Fall schon 1000 Daumen nach oben gegeben, Mann. Das, mach langsam. Wie soll ich? Ich kann da... Ja, ich mache langsam. Aber wir stürzen sowieso gleich ab. Steig aussteigen. Aus. Jawohl, nice, Mann. Bist du auch noch hier? Ja. Okay, nice. Okay, ab zum Gorilla. Oh, Lars. Glaubst du, es öffnet sich jetzt? Oh, es öffnet sich! Jawohl, Mann! Alter, nicht übel. Das ging aber einfach. Aua. Never ever. Alter. Was ist das? Das ist kein Wobbly mehr. Das ist einfach ein riesiger Affe, Mann. Was? Oh nein, er spricht mit uns. Was, der ist sogar animiert, Mann. Ich bin der König des Dschungels und mein Bauch ist am Grummeln. Auf der Spitze des Nordens von mir findet ihr meinen Lieblingsbaum. Bringt mir ein leckeres Geschenk und ich werde euch eure Taten vergeben. Okay. Alles klar. Also, ich glaube, wir müssen den Bananen bringen, Mann. Ist der jetzt böse? Ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass der böse ist. Aber wir müssen dem jetzt, glaube ich, eine Banane bringen, Mann. Am Norden dieses Berges kann man irgendwo Bananen finden. Eigentlich müssen doch hier gleich die Bananen irgendwo sein, oder? Hier sind doch überall die Bananenschalen. Ach, guck mal, oder? Nö. Am Norden des Berges müssen wir da jetzt komplett so rüberfahren, oder wie? Wo ist denn der Norden des Berges? Am Norden des Berges oder? Nee. Oh oh. Sind hier irgendwo Bananen, Mann? Siehst du hier irgendwas? Nö, ne? Nee. So, wir sind eigentlich hier schon am Norden der Insel quasi. Oder ist es hier schon der Norden der Insel oder geht's noch weiter?
Also ich schau mal kurz auf der Karte. Nee. Ich bin mir auch nicht sicher. So, da geht's eigentlich. Oh nein, ich darf die Karre nicht kaputt machen. Mann, dieses neue Update, dass in Wombies Life die Autos auf einmal kaputt gehen, das gefällt mir ja gar nicht. Damals war das Leben noch unbeschwerter. Ich hab sie! Ich hab die Bananen! Oh mein Gott, ich hab sie gefunden! Ich hab sie! Oh wow, da sind sie! Alter, wie lange haben wir danach gesucht? Oh mein Gott, endlich! Es hat so lange gedauert! Da ist eine! Eine nur? Ja, Mann, der will, glaube ich, auch nur eine haben. Oder? Kannst du nochmal schütteln? Nee. Okay. Dann will er nur eine haben. Alter, einfach ein Millennium durch diesen Dschungel gefahren, nur um eine Banane zu bekommen. Let's go! Okay, ich bin da. Okay, pass auf. Hier kannst du entlang laufen. Ganz vorsichtig hier einfach hier hochlaufen und dann ab in die Höhle, okay? Ganz easy. Bin da. So. Boah, ich bin gerade über eine Banane drüber gesprungen, Mann. Das ist halt ein Bananen-Champion. Komm, lass uns zusammen reingehen, dann geben wir ihm die Banane zusammen ab. So. Du hast mich einfach aufgefangen. Nice, Mann. Bitteschön, hier ist die Banane. Oh ja, Mann. Ihr seid super schlaue Wobblies und Bananen sind wirklich gut. Oh Mann, ich habe schon echt lang keine Bananen mehr. Oh Mann, könnt ihr mir vielleicht mit meinem Bananenspender helfen? Ich werde euch einen ganz besonderen Preis dafür geben. Ich bin zu groß, um es selber zu tun. Es ist eigentlich für kleine Affen gebaut worden. Also geht durch die Tür und findet meinen Bananengeber. Oh Mann. Warum ist der denn so unfreundlich, Weiß Mensch? Weiß ich auch nicht, Mann. Der zwingt uns die ganze Zeit, Sachen zu machen. Ah! Komm, wir ziehen das durch. Wir schaffen... Wow. Aua, ich bin schon wieder ausgerutscht. Du auch. War absichtlich. So. Oh. Was ist das? Da müssen zwei hölzerne Zahnräder dran sein. Und du musst sie wieder dran tun. Und dann funktioniert die Maschine wieder. Okay. Und pass auf, dass du nicht ausrutscht. Was? Wir sind jetzt schon ausgerutscht, Mann. Wir sind jetzt schon hier runtergefallen. Was soll das denn? Alter. Aber guck mal, da sind diese Holzdinger. Da ist eins. Und da hinten ist nochmal eins, Lars. Oh, lol. Wenn wir zu zweit sind, geht es viel schneller. Nice, Mann. Dann müssen wir den Parcours nur einmal machen. Hör auf zu quatschen. Komm jetzt. Ich bin der Quatschkopf. Schaffe. Häusle baue ich auch mal immer, ne? Ja, Mann. Schaffe. So. Aua. Nein, Alter. Pass auf. Wenn du umfliegst auf einer Bananenschale, lässt du das Ding fallen, Mann. Nicht auf die Bananenschalen drauf, Mann. Oh mein Gott, die liegen ja überall. Du bist schon umgefallen. Nein! Ciao, Lars. So. Alter, das ist voll schwer. Ja, eigentlich geht's so. Also, das eine ist schon dran, Mann. Wo bist du runtergefallen, Mann? Alter, bist du, komm, du schaffst es. Warte, ich rutsch für dich aus. Aua. Warte. Oh mein Gott, fall nicht runter. Jawohl, so, nice, easy. Und unten sind jetzt, glaube ich, nochmal zwei. Da ist noch, nee, ist oben noch zwei. Oben sind noch zwei, oh mein Gott. Affentastisch, so nice. Ist. Ich bin ein Affe. Ich bin ein Berliner Affe. Ich komme aus Berlin. so ein Gorilla, der zu dir kommt und sagt so, ich bin aus Berlin. Ich bin ein Berliner Affe. Oh Mann. So. Ich bin aus Berlin. Ey, Mann, Roman. Nee, Mann, ich hab keinen Bock mehr. Komm, du schaffst. Nein! Nein! Ich bin auch runtergefallen. Ich seh's. Oh so. Ja, du hast es. Sehr gut. So, was ist jetzt mit dir? Ich häng hier fest. Du, wo, was? Wo hängst du denn jetzt wieder fest, Mann? Hä, bist du oben? Ja, ich kann mich nicht bewegen. Wegen dem Rad oder weil du in der Wand feststeckst? Ich bin versteckt, das ist Dings. Finde Lars. Ist das Spiel versteckt? Was? Du bist wie so ein NPC. Einfach so oben. Warte, ich zieh die Verpackt. Raus. Ich zieh die raus, Broski. Ach du Arsch. Schaffst du sowieso nicht. Dein Hals sieht richtig mies aus, Mann. So. Ich hab dich, Bro. Oh nein, lass mich nicht los. Hab dich einfach so runtergeworfen. So, ich klemm das Ding da jetzt rein, Mann. SOS, Affenalarm. Zieh die Stäbe raus, doch pass gut auf. Auf ihnen sitzen Affen drauf. Sehr gut. Yeah. Wenn sie fallen, ist es aus. Nice, Mann.
Dr. Auger hätte es eigentlich auch so machen können. Ja, das ist wirklich wie ein Staubsauger. Alter, der sammelt jetzt echt einfach die Bananen für den. What? Alter, was? Der hat gerade voll geschrien. Der hat gerade geschrien, ja, Mann. Ich glaube, der hat richtig Bock auf Banana. Warte, Lars. Du musst mir kurz helfen, Mann. Ich muss jetzt hier so einen Sprung, so einen Ecksprung machen. Alter. Nice, Mann. Ich hab dich am Kopf gefangen. Ja, Mann, du bist ein Ehrenmann. Ehrenmann. Danke. So. Jetzt haben wir es, glaube ich. Jetzt haben wir den guten alten Affenmann glücklich gemacht. Bananen! Bananen, du bist ein guter Freund. Bananen, ich habe ja so viele Bananen, wie ich möchte. Ich verspreche dir einen guten Preis für diese Bananen. Ich hoffe, du magst es. Ja, mein Raum. Okay, nice, Mann. Jetzt haben wir so einen Bananenspender als Kopf einfach. Nice. Echt jetzt? Ja, Mann, lass den mal anziehen. Ey, warte mal, das Ding kann man benutzen. Alter, guck dir das mal an. Yo, das ist einfach eine Schaukel. Yeehaw, SOS, Affenalarm. Guck mal, man schlägt hier einfach gegen die Luft, siehst du das? Richtig dumm. Gravity. Gravity. Komm, ziehen wir uns doch diesen Bananenspender mal kurz an. Alter, wie wir aussehen mit diesen Affenkostümen, gell? Okay, jetzt gibt es das beste Item, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und zwar ein Banana Dispenser. Und der sieht wie... Oh, hier ist übrigens noch die Seife, falls man die sucht. Wo ist es denn? Glaubst du, war das überhaupt ein Hut, Mann? Keine Ahnung. Oder ist es ein Item gewesen? Ich habe hier nur ein Hotdog-Kostüm, Klopapier-Kostüm. Okay, Leute, wir haben keine Ahnung, was ein Banana Depositor ist. Aber in der nächsten Folge werden wir es bestimmt herausfinden. Aber vielleicht wissen die Leute das ja auch. Genau, schreibt uns in die Kommentare, was wir mit einem Banana Depositor machen können. Wir sind jetzt der Gorilla und die Maus. Ciao. Und das war's mit der heutigen Folge. Schaut auf jeden Fall im Shop vorbei. Dort gibt's Dr. Auge, meine werten Damen und Herren. Schaut auf jeden Fall rein. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Und ciao.